Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 76, den Bericht der Enquetekommission Kein Kind zurücklassen, Rahmenbedingungen, Chancen und Zukunft schulischer Bildung in Hessen. Das ist die Drucksache 6222 aus 19 zu 191 aus 19. Berichterstatter ist zwar der Abg. Schwarz, aber ich gebe als Erstes zur Einführung der Vorsitzenden der Enquetekommission, Frau Bächle-Scholz, das Wort. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, zunächst herzlichen Dank, dass ich das Wort ergreifen darf. Kolleginnen und Kollegen, und ich freue mich, dass heute Bettina Wiesmann, unsere Kollegin, die lange der Enquetekommission als Obfrau vorgestanden hat, anwesend ist. Herzlich willkommen, Bettina. Bildung begleitet uns ein Leben lang und hat zahlreiche Ebenen und Facetten. So sagt beispielsweise Robert Frost: Bildung ist die Fähigkeit, fast alles anhören zu können, ohne die Ruhe zu verlieren oder das Selbstvertrauen. Das zeigte sich auch in der Enquetekommission Bildung. Das Selbstvertrauen hatten wir, die Ruhe war je nach Thema nicht immer gegeben. Auf Einsetzungsbeschluss der SPD nahm die Enquetekommission Bildung, ich kürze sie gegebenenfalls öfters auch mal einfach mit EKB ab, denn das war unser Wortlaut, am 27. Juni 2014 ihre Arbeit auf. Fast zweieinhalb Jahre bis zum Dezember 2018 verlängerte sie freitags regelmäßig unsere Plenarwoche. Der im Beschluss vorgegebene Zeitraum bis Ende 2015 konnte aufgrund der sehr umfangreichen 15 Themenfelder aus dem Einsetzungsbeschluss, die noch um zwei weitere Themenbereiche, und zwar Flüchtlinge und Digitalität, ergänzt wurden, nicht eingehalten werden. Ich denke aber, die Diskussion und die Beratung hat die Notwendigkeit und die Wichtigkeit gezeigt, sich mit jedem Sachthema intensiv auseinanderzusetzen, damit man ihm auch gerecht wird. In insgesamt 10 Redaktionssitzungen wurden die Beratungsergebnisse der einzelnen Fraktionen zusammengeführt und in einem eigenen Fraktionsteil strittig gestellt. So entstand ein insgesamt 213-seitiges Werk, ein insgesamt, denke ich mir, guter gemeinsamer Bericht. Die Atmosphäre war hier von gegenseitiger Achtung und dem Willen, zusammenzuführen, was zusammenzuführen möglich ist, geprägt. Der Bericht wurde in der Abschlusssitzung am 14. Mai 2018 beschlossen. Große Übereinstimmung gab es bei der Beschulung von Flüchtlingskindern, der Aus- und Weiterbildung von Lehrern, der Lehrerbildung und im Umgang mit sozialen Medien, Stichwort Digitalität. Uneinigkeit, und ich denke, darauf werden die Sprecher der Fraktionen auch noch eingehen, gab und gibt es weiterhin bei der Ausgestaltung des Schulsystems. Lassen Sie mich einen Dank aussprechen an die Mitglieder der EKB, an die Sachverständigen der Fraktionen und ebenso an die Verbände, die sich als ständig beratende Mitglieder eingebracht haben. Nicht vergessen möchte ich die ausgeschiedenen Mitglieder der Enquetekommission: Herrn Markus Bocklet, der zunächst den Vorsitz innehatte, Frau Barbara Cárdenas, unser leider viel zu früh verstorbenen Kollegen Günter Schork, Hans-Jürgen Irmer und Bettina Wiesmann, die bis Ende 2018, bis zu ihrem Wechsel in den Deutschen Bundestag, die Aufgabe der Obfrau ausführte und die einzelnen Themenbereiche redaktionell in akribischer Arbeit aufbereitete und uns somit die Arbeit in den Redaktionssitzungen erleichtert hat. Ihr folgte dann Armin Schwarz als Obmann. Dank auch an Herrn Honselmann und Herrn Weltecke für die redaktionelle Begleitung und von meiner Seite im Besonderen an Frau Öftring für ihre Unterstützung und Organisation der Enquetekommission. Das Abschlussdokument ist eine gute Grundlage für die weitere Schulpolitik in Hessen.
Die Enquetekommission war ein spannendes Gremium. Ich hoffe für die Kinder, Schüler, Lehrer und die Eltern, dass mit ihr für die Zukunft etwas in Bewegung gekommen ist. Denn ich möchte auch mit einem Zitat schließen von John F. Kennedy schließen. Es gibt nur eins, was auf die Dauer teurer ist als Bildung, nämlich gar keine Bildung. Ich freue mich nun auf die spannende Diskussion. Vielen Dank. Danke, Frau Bächle-Scholz, nicht nur für die geleistete Arbeit, sondern auch, dass Sie uns allen in Erinnerung gerufen haben, wie hart gearbeitet worden ist. Das Ganze stellen wir jetzt hart wieder politisch strittig. Hierzu hat sich Herr Merz von der SPD-Fraktion als Erstes zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich weiß gar nicht, was mich in den Ruf bringt, Dinge strittig zu stellen. Es ist jedenfalls nicht meine Absicht, das heute zu tun. Ich will die Tatsache, dass wir über drei Jahre lang in der Tat in einer ganz besonderen Atmosphäre zusammengearbeitet haben, wie ich sie wirklich nur aus Enquetekommissionen kenne, wie ich sie in der Enquetekommission Integration und Migration kennengelernt habe und wie es hier auch war, das ein bisschen verlängern und ein wenig grundsätzlicher werden, als wir das für gewöhnlich in bildungspolitischen Debatten hier im Plenum tun. Ich glaube, dass das aber der Art und Weise, wie diese Kommission gearbeitet hat, angemessen ist. Die Kommission hatte den Titel, oder wir haben hier als Sozialdemokraten den Titel gegeben, kein Kind zurücklassen, Rahmenbedingungen, Chancen und Zukunft schulischer Bildung in Hessen. Dieser Name ist mit Bedacht gewählt und enthält drei wichtige Aspekte bzw. Begriffe. Erstens, kein Kind zurücklassen. Das ist ein normativer Anspruch, der mit Bildungsgerechtigkeit zu tun hat, mit dem Anspruch, jedem Kind gerecht zu werden. Es ist dies kein abstrakter Gerechtigkeitsanspruch, bei dem das Kind sozusagen in den Mittelpunkt zu stellen wäre, das Kind, wie man es aus pädagogischen Theorien kennt, sondern es ist ein Anspruch, der jedes einzelne, sehr konkrete, einzigartige, unverwechselbare Kind in den Mittelpunkt stellt. Es ist ein Anspruch, der von vornherein von Heterogenität ausgeht. Es ist ein Anspruch der Verschiedenheit des Individuums und Gleichheit seiner Rechte und Gleichberechtigung seiner Hoffnungen und Erwartungen zusammenbringt. Zweitens. Es geht um Bildung. Bildung, meine Damen und Herren, ist nicht irgendein Begriff. Bildung ist ein sehr deutscher Begriff. Ich habe einmal nachgelesen, er geht auf den deutschen Mystiker Meister Eckhart zurück. So weit will ich nicht zurückgehen. Aber wenn wir über Bildung reden, der Begriff der Bildung ist im deutschen Idealismus zur Blüte gebracht worden, kommt man um Humboldt schlichterdings nicht herum. Humboldt sagt 1809 im Rechenschaftsbericht an den König, Zitat, es gibt schlechterdings gewisse Kenntnisse, die allgemein sein müssen, und noch mehr eine gewisse Bildung der Gesinnungen und des Charakters, die keinem fehlen darf. Jeder ist nur dann guter Handwerker, Kaufmann, Soldat und Geschäftsmann, wenn er an sich und ohne Hinsicht auf seinen besonderen Beruf ein guter, anständiger, aufgeklärter Mensch und Bürger ist. Gibt ihm der Schulunterricht, was hierfür erforderlich ist, so erwirbt er die besondere Fähigkeit seines Berufs nachher so leicht und behält immer die Freiheit, wie im Leben so oft geschieht, von einem zum anderen überzugehen. Meine Damen und Herren, wir können aus dieser Definition viel übernehmen, was in unseren bildungspolitischen Debatten immer wieder eine Rolle spielt. Dass Kenntnisse allein noch keine Bildung ausmachen, dass Bildung sich nicht erschöpft in der Vermittlung berufsbezogener Qualifikationen, dass berufliche Qualifikationen schon zu Humboldts Zeiten nicht für das ganze Leben reichten, sondern dass der in Anführungszeichen noch einmal gute, anständige, aufgeklärte Mensch und Bürger und natürlich auch die Bürgerin heute das vorrangige Ziel ist, dass das Letztere gleichzeitig die Voraussetzung für Freiheit ist. Noch deutlicher, meine Damen und Herren, wird Immanuel Kant. Zitat, die praktische oder moralische Pädagogik oder Erziehungslehre ist diejenige, durch die der Mensch soll gebildet werden, damit er wie ein frei handelndes Wesen leben könne. Sie ist Erziehung zur Persönlichkeit, Erziehung eines frei handelnden Wesens, das sich selbst erhalten und in der Gesellschaft ein Glied ausmachen, für sich selbst aber einen inneren Wert haben kann.
Und hier, meine Damen und Herren, wird deutlich, dass Individuum und Gesellschaft via Bildung zusammengehören, nicht nur über den Beruf, sondern über den Gedanken der Freiheit und über das frei und verantwortlich handelnde Individuum. Drittens. Es geht um Schule. Selbstverständlich könnte man sagen, geht es um Schule. Worum sollte es auch sonst in einer bildungspolitischen Debatte gehen? Betrachtet man aber die beiden soeben zitierten Definitionen von Bildung, ist die Sache so ausgemacht nicht mehr. Dass Bildung ein lebenslanger Prozess ist, der vor dem Schuleintritt beginnt und nach dem Ende der Schulzeit noch lange nicht oder heute weniger als je zuvor zu Ende ist, worauf schon Humboldt hinweist, gehört zu den Binsenweisheiten der bildungspolitischen Debatte, über deren reale Bedeutung wir uns aber längst nicht vollständig klar geworden zu sein scheint. Die Kommission hat sich dieser Tatsache gestellt und z.B. auch einen Blick auf die frühkindliche oder vorschulische Bildung geworfen. Sie hat sich aber vor allem auch intensiv mit den gesellschaftlichen Voraussetzungen schulischer Bildung befasst. Schule, um ein Wort von eines führenden Verfassungsrechtlers abzuwandeln, lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht schafft. Bisweilen leidet sie auch unter diesen Voraussetzungen. Ich will es an einem Beispiel erläutern. Der Ausbau eines großen, leistungsfähigen Schulorchesters wird leichter, wenn wir es mit Kindern zu tun haben, die privaten Musikunterricht bekommen. Deshalb ist der Blick über den Schulhof hinaus unabdingbar, wenn wir uns mit Rahmenbedingungen, Chancen und Zukunft schulischer Bildung befassen wollen. Auch das hat die Kommission mit großer Akribie und enormem zeitlichen und intellektuellen Aufwand versucht. Und deshalb ist jetzt hier an dieser Stelle auch aus meiner Perspektive und aus meiner Sicht und aus tiefem Herzen übrigens auch allen Kollegen zu danken, die an dieser nunmehr fast vierjährigen Arbeit mitgewirkt haben. Das sind die Landtagskollegen, das sind allen voran die beiden Vorsitzenden, die die Kommissionsarbeit geleistet haben, das sind die Obleute, Kolleginnen und Kollegen und die beiden Berichterstatterinnen bzw. Berichterstatter, insbesondere Frau Kollegin Wiesmann. Das hatte ich hier schon stehen, bevor ich wusste, wo ich gesehen habe, dass Sie hier sind, Frau Kollegin. Wir haben Sie vermisst. Das waren die ständigen Sachverständigen der Fraktionen, die alle ohne Unterschied, das will ich an dieser Stelle auch sagen, wie auch schon in der vorhergegangenen Konstellation, alle ohne Unterschied wichtige Beiträge und unverzichtbare Zuarbeit für uns Abgeordnete geleistet haben. Und ich will mich natürlich besonders herzlich an dieser Stelle bei Wolfgang Böttcher bedanken, der immer sachlich, aber auch streitbar und manchmal auch streitlustig die Debatte belebt hat und ein unverzichtbarer Ratgeber war. Ich danke den Kollegen der Landtagsverwaltung, insbesondere den Kollegen Honselmann und Weldecke, die bei der Erstellung des Abschlussberichts ab und zu mal bis an die Grenzen ihrer Geduld getrieben wurden, wie ich manchmal jedenfalls den Eindruck hatte. Ich selbst, das habe ich gesagt, habe zum zweiten Mal die Erfahrung gemacht, dass es Zeit und guten Willen vorausgesetzt auch in kontroversen und komplexen Fragen gelingen kann, rational zu argumentieren, Informationen zu sammeln und miteinander in Beziehung zu setzen und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Ich habe erneut die Erfahrung gemacht, dass es in einer an der Sache orientierten Diskussion bisweilen zu überraschenden Diskussionskonstellationen kommt, die quer zu den normalen politischen Frontverläufen liegen. Auch das spiegelt der Bericht wider. Das spiegeln vor allem die Handlungsempfehlungen wider, von denen viele, wenn nicht die Mehrzahl von allen, getragen wurden und viele in allen denkbaren Kombinationen Zustimmungen fanden. Folgenden Fragen, meine Damen und Herren, haben wir uns in diesen drei Jahren in der Hauptsache gestellt. Was ist Bildung im Jahr 2018 folgende? Was sollen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene der Altersspanne von 0 bis zur Volljährigkeit wie, wann und wo lernen? Was bedeutet kindgerechte Schule? Was bedeutet es konkret, wenn wir sagen, wir wollen das einzelne Kind in den Mittelpunkt stellen? Was heißt insoweit individuelle Förderung? Wie ist die Beziehung zwischen den verschiedenen Sozialisationsinstanzen, vor allem zwischen Familie und staatlichen Institutionen und Einrichtungen, vor allem auch im Hinblick auf das Spannungsverhältnis zwischen dem Erziehungsrecht der Eltern einerseits und dem Erziehungs- und Schutzauftrag auch der Schule? Welche Beziehung besteht zwischen den verschiedenen Funktionen des Bildungswesens? Wie soll Bildung und Schule im gesellschaftlichen Kontext verstanden werden? Als Motor sozialer Gerechtigkeit oder als Instrument zur Tradierung sozialer Ungleichheit? Was ist die kollektive Perspektive? Soll Schule eine Einrichtung sein, die ein Aufstiegsversprechen bereithält, oder ist es eine und soll es bleiben, die Versagens- und Abstiegsängste mobilisiert aus der individuellen Perspektive? Welcher Anspruch verbindet sich in gesellschaftlicher und individueller Perspektive mit dem Begriff der inklusiven Schule
als der Schule, in der Kinder aller Begabungen und Neigungen unabhängig von ihren körperlichen und geistigen Fähigkeiten, ihrer sozialen und kulturellen Herkunft, ihrem Aufenthaltsstatus, ihrer Religion, Hauptfarbe, ihrem Wohnort gemeinsam aufwachsen und lernen können und in der insofern die großen gesellschaftlichen und demografischen Entwicklungen zum Ausgleich gebracht werden. Meine Damen und Herren, schon die Art der Frage zeigt, wie eng bildungspolitische Debatten immer schon und immer wieder mit gesamtgesellschaftlichen Debatten verbunden sind. Die Frage, welche Schule wir wollen, ist immer auch die Frage, welche Gesellschaft wir wollen. Und umgekehrt, jede Gesellschaft braucht die ihr gemäße Schule. Eine demokratische, pluralistische, humanistische, partizipative, der Aufklärung verpflichtete, auf den Menschenrechten und also auch auf den Kindern, den Behinderten, den Flüchtlingsrechten basierende Gesellschaft braucht eine demokratische, pluralistische, humanistische, der Aufklärung und den Menschen- und Kinderrechten verpflichtende und diese alltäglich praktizierende Schule. Und da man zu all diesen Fragen höchst unterschiedliche Ansichten haben kann und auch schon Jahrhunderte gehabt hat und weiter haben wird, ist Konsens oder gar der immerwährende Schulfrieden eine fragwürdige Kategorie und eine politische Fata Morgana. Gleichzeitig muss es aber unter demokratischen, gesellschaftlichen und politischen Kräften ein paar fundamentale Gemeinsamkeiten in Bildungsfragen geben, und es gibt sie auch. Mehr noch, sie unterliegen wie alle gesellschaftlichen Meinungen und Auffassungen dem beständigen Wandel und müssen deshalb stets auch neu bestimmt werden. Der Bericht der EKB beantwortet all diese Fragen nicht, aber er liefert Material zu ihrer Beantwortung. Und er liefert eine Menge Material zur Beantwortung praktischer Fragen und zu konkreten Ansätzen bildungspolitischer und pädagogischer Praxis. Und die Chancen, die sich daraus ergeben, müssen genutzt werden. Und zwar im Bereich der Gesetzgebung, im Bereich der Zuweisung von Ressourcen, im Bereich der Bildungsverwaltung auf allen Ebenen, in den Schulen selbst und hier vor allem im Unterricht, in der Zusammenarbeit zwischen Schulen und außerschulischen Akteuren, in der Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern und schließlich und vor allem vielleicht in der Beteiligung der Kinder und Jugendlichen selbst. Auf praktisch allen Handlungsfeldern, die wir in der Arbeit der EKB beackert haben, sind alle diese Handlungsebenen berührt worden. Das allein zeigt, wie komplex nicht nur die Probleme selbst sind, sondern wie komplex und ineinander verschränkt die Handlungsebenen sind und daher auch die Lösungsansätze sein müssen. Diese Komplexität darf aber nicht vom Handeln abschränken. Ein Wort von Albert Einstein zitiere ich sehr gerne, der einmal gesagt haben soll, man soll immer alles so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher. Wir müssen uns vorwärts tasten in dem Bewusstsein, dass vielleicht nicht jede Frage präzise gestellt ist und dass nicht hinter jeder beantworteten Frage mindestens zwei neue unbeantwortete auftauchen und dass jede Lösung in einem komplexen System spezifische Risiken und Nebenwirkungen mit sich bringt. Und das sollte uns lehren, meine Damen und Herren, etwas weniger vollmundig und etwas weniger zuversichtlich hinsichtlich der Vorhersagbarkeit von Bildungsprozessen und der Treffsicherheit bildungspolitischer Entscheidungen zu sein und trotzdem zu handeln. Wo also, meine Damen und Herren, muss gehandelt werden? Ich möchte unter fünf Überschriften ein paar Dinge skizzieren. Erstens. Man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Einer der roten Fäden, die sich durch die Arbeit der EKB und eben auch durch den Abschlussbericht ziehen, ist die Forderung, Schule muss sich öffnen. Schule muss sich öffnen gegenüber dem Dorf, dem Stadtteil, dem Gemeinwesen allgemein, gegenüber den gesellschaftlichen Gruppen, den Vereinen und Organisationen, insbesondere gegenüber denen, die unmittelbar als Träger der Jugendarbeit und der Jugendbildungsarbeit an Bildungs- und Sozialisationsprozessen beteiligt sind, gegenüber den Familien, gegenüber den Betrieben und Verwaltungen, gegenüber außerschulischen Bildungsträgern und Einrichtungen. Dazu bedarf es aber nicht nur einer einseitigen Bewegung von Seiten der Schulen. Das gewiss auch und die notwendigen Ressourcen für die aufreibende, erforderliche, zähe Vernetzungsarbeit, um die es hier geht, müssen zur Verfügung gestellt werden. Sie sind sicher zuallererst auf der Ebene von Schulleitungen anzuziehen, zu deren pädagogischen Managementaufgaben eben auch genau dies gehören sollte. In den Schulprogrammen müssen auf der Grundlage eines genauen Bildes des die Schule umgebenden Gemeinwesens die Ziele der Öffnung dieser konkreten Schule abgesteckt
und die Ressourcen des Gemeinwesens und die potenziellen Bündnispartner identifiziert und auf dieser Grundlage realistische Szenarien für deren Einbeziehung entwickelt werden. Umgekehrt müssen sich auch die Vertreter und die Organisationen des Gemeinwesens mit ihrer Schule auseinandersetzen und prüfen, wie sie deren Dienste für die eigene Weiterentwicklung stärker in Anspruch nehmen und sie gleichzeitig unterstützen können. Ansatzpunkte dafür bieten die Schulentwicklungspläne, die Jugendhilfeplanung, die Spielplatz-, Sport- und Freizeitflächenplanung, die Förderung der Jugendarbeit. Kommunales Bildungsmonitoring kann sowohl ein wichtiges Instrument für kommunale Planungsprozesse sein, als auch ein Gradmesser für den Erfolg schulischen Handelns. Zweitens. Schule ist mehr als Unterricht. Ein weiterer roter Faden in unserer Arbeit war die Forderung nach multiprofessionellen Teams. Das ist in einem schwieriger werdenden Sozialisationsumfeld die Voraussetzung für erfolgreiche Lern- und das in einem schwieriger werdenden Sozialisationsumfeld die Voraussetzungen für erfolgreiche Lehr- und Bildungsprozesse schwieriger werden und dass die daraus resultierenden, zum Teil neuen, zum Teil bedeutsamer werdenden Anforderungen an pädagogisches Handeln mit der hergebrachten und auch weiter notwendigen Grundqualifikation des Lehrers, der Lehrerin nicht allein und nicht ausreichend erfüllt werden können, ist mittlerweile ein Gemeinplatz, ohne dass dem insofern Rechnung getragen worden wäre, dass das pädagogische Handeln in zielgerichtet zusammengearbeiteten Teams aus Lehrerinnen und Lehrern, Förderpädagoginnen, Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen, Logo- und Modopädinnen usw. so sowohl bezogen auf den Einzelfall als auch im Hinblick auf die systemische Weiterentwicklung von Schule Alltagsrealität wäre. Es bleibt also eine Menge zu tun, sowohl was die Bereitstellung von Ressourcen angeht, aber auch und vielleicht sogar insbesondere, was die Entwicklung von realitätstauglichen Szenarien für die reale Zusammenarbeit im Alltag angeht. Alles, was zu Punkt Öffnung der Schule gesagt wurde, gilt mit veränderten Vorzeichen auch hier. Und es gilt auch die Forderung nach, und es gilt auch, dass sich die Forderung nach Multiprofessionalität nicht verträgt mit einer zunehmend fragwürdig gewordenen Aufteilung der fachlichen Zuständigkeit und der Finanzverantwortung zwischen Land, Schul-, Jugendhilfe, Sozialhilfe, Behindertenhilfe usw. Träger. Erforderlich ist der Blick auf das einzelne Kind, das nicht nur nicht zurückgelassen werden darf, sondern das vielmehr umfassend in seiner Entwicklung gefördert werden soll. Schule ist noch in einer ganz anderen Hinsicht deutlich mehr als Unterricht. Ganztagsschule und Ganztagsangebote werden den Alltag von Schülerinnen, von Schülern, Eltern und Lehrern in Zukunft in deutlich größerem Maße bestimmen, als das heute schon der Fall ist. Unabhängig von der Frage, ob man, wie wir als Sozialdemokraten, ein Ganztagsschulmodell im Sinne einer vor allem im Zeitrhythmus veränderten Schule favorisiert oder ob man, wenn man so will, lediglich von zusätzlichen Betreuungsangeboten im Interesse von Eltern oder von sozialpädagogisch strukturierten Angeboten für besondere Schülergruppen herdenkt, Schule geht heute oft oder meist über den 12-Uhr-Gong hinaus. Das bedeutet neben vielem anderen neue Herausforderungen an die schulische Infrastruktur, von den Freiflächen über die Mensen und Cafeterien bis hin zu Bibliotheken, Mediotheken oder Selbstlernzentren. Land, Schulträger und Schulgemeinden werden enger zusammenarbeiten müssen, um Schulen vom Halbtagslernort zu einer Lebenswelt für Kinder und Jugendliche zu machen. Das Wort vom Raum als dritten Pädagogen muss mehr sein als ein Schlagwort. Es ist zu bedenken, dies alles ist zu bedenken bei der Planung des Schülerverkehrs, eine banale, aber wie jeder weiß, nicht einfach zu lösende Frage. Es bedeutet ein neues Verständnis von Lehrerarbeitszeit, die nicht mehr ausschließlich nach der Arbeit im Klassenzimmer bemessen werden kann. Es eröffnet aber vor allem Chancen, denn es steht prinzipiell mehr Zeit für pädagogische Intervention und Förderung zur Verfügung, Zeit, die für die unterstützende Arbeit im Rahmen der Öffnung von Schule und der Arbeit in multiprofessionellen Teams genutzt werden kann. Drittens. Das Wichtigste an Schule ist der Unterricht. Das ist nun ausdrücklich kein Widerspruch zu dem, was ich eben gesagt habe. Unterricht, meine Damen und Herren, bleibt das Kerngeschehen aller schulischen Pädagogik und mit seiner Qualität steht und fällt der Bildungserfolg des einzelnen Kindes. Freilich ist Bildungserfolg etwas anderes als die mehr oder weniger umfangreiche Vermittlung und Aneignung von Wissen und Kenntnissen. Unterricht, meine Damen und Herren, kann jedenfalls nicht mehr gedacht werden als die Interaktion zwischen einem Lehrer, einer Lerngruppe, einem Fachunterrichtsgegenstand in einem festgelegten 45-Minuten-Rhythmus.
Allein die Frage, wie individuelle Förderung zu denken und zu realisieren ist, wie inklusiver Unterricht, hier verstanden als gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und ohne besonderen Förderbedarf und Unterricht in multikulturellen oder multiethnischen Gruppen in Praxis gestalten werden kann, löst das herkömmliche Unterrichtsmodell ziemlich aus. All dieses, meine Damen und Herren, bedeutet zusammengenommen, dritter roter Faden, neue Antworten auf die Frage, was die Lehrerrolle zukünftig ausmachen soll, was künftige Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Ausbildung lernen sollen, wie fachliches und methodisches Können und erzieherisches Engagement und Empathie für Schülerinnen und Schüler in Theorie und Praxis vermittelt werden kann. Es bedeutet einen immensen Bedarf an Fort- und Weiterbildung, dem zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder entsprechende zeitliche und finanzielle Ressourcen gegenüberstehen, geschweige denn ein strategisch ausgerichtetes Fort- und Weiterbildungskonzept des Landes. Hier ist dringendes Handeln erforderlich. Ich wollte jetzt eigentlich, meine Damen und Herren, Herr Merz, Sie kommen zum Schluss, bitte. Aber wenn Sie mir noch eine Minute geben, Herr Vorsitzender, ich lasse das weg, was ich zum Thema Digitalisierung sagen wollte, in der Hoffnung, dass Kollege Greilich das schon ausführlich tun wird. Und wir sind in diesen Fragen ja auch nicht auseinander. Lassen Sie mir noch eine Schlussbemerkung machen, mit der ich auch zum Anfang zurückkomme. Der gute, anständige, aufgeklärte Mensch und Bürger. Ich habe an mehreren Stellen vom Stellenwert politischer Bildung gesprochen. Wir haben der Frage, wie Schülerinnen und Schüler in verstärktem Maße zur Selbstbestimmung sowie zur gesellschaftlichen und politischen Mitbestimmung im Sinne des Artikel 56 Absatz 4 der Hessischen Verfassung befähigt werden können, viel Aufmerksamkeit gewidmet. Und es dürfte aus allem, was ich bisher gesagt habe, klar sein, dass es sich bei politischer Bildung um ein erstrangiges Ziel, nämlich ein Ziel mit Verfassungsrang und um ein Strukturelement jeder schulischen Bildung handelt. Die Schule der Demokratie ist die demokratische Schule. Und nur wenn Schule in ihrem Innern alltäglich die Schule der Aufklärung und der Humanität ist, in der Aufklärung und Humanismus nicht tote historische Gegenstände sind, sondern lebendige Prinzipien des gesamten Schullebens sind, nur dann werden wir eine Schule haben, die unsere Wertvorstellungen verkörpert, die unsere Gesellschaft und unsere politische Demokratie zusammenhalten. Und dann erst erfüllt Schule das, was Theodor W. Adorno in seinem berühmten Aufsatz Erziehung nach Auschwitz 1966 formulierte. Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke schön, Herr Merz. Ich bin ein wenig großzügig gewesen, aber erinnere alle daran, dass es sowieso ein langer Abend wird. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Herr May zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bettina Wiesmann, die Mitglieder der Enquetekommission zur Bildungspolitik haben es sich wahrlich nicht einfach gemacht, einmal was die Fragestellungen angeht, die wir dort beraten haben, aber auch was die Themenwahl angeht. Schließlich ist die Bildungspolitik an sich ein sehr komplexes Feld. Aber auch was die Frage der Sachverständigen angeht, haben wir es uns nicht immer einfach gemacht. Insofern, dass es vorgekommen ist und das, glaube ich, auch sehr erfrischend ist, dass Sachverständige von Fraktionen benannt wurden, die Dinge geäußert haben, die sonst, sagen wir, eher nicht zum Repertoire der jeweiligen Fraktion gehören und damit die Enquetekommission durchaus so manches überraschende Element hatte. Und es ist auch schon darauf eingegangen worden, sogar der Sitzungsrhythmus war etwas ambitioniert, wenn man sich bedenkt, dass der Freitag nach dem Plenum vielleicht nicht der Zeitpunkt ist, wo der eine oder andere am energiegeladensten ist. Dennoch waren die meisten der 66 Anzuhörenden in den 17 Anhörungssitzungen sehr anregend und ihre Beiträge inhaltlich äußerst bereichernd. Feinschmeckern der Enquetekommission fällt vielleicht auf, dass das jetzt drei Anzuhörende mehr und eine Anhörungssitzung mehr, als sie im Bericht finden. Aber darauf werde ich später noch eingehen.
Ich möchte mich jedenfalls zu Beginn meiner Ausführungen erst einmal ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken. Das sind einerseits die ständigen Vertreter der Stakeholder im Bildungsbereich, das sind die ständigen Sachverständigen, das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, aber eben auch alle Mitglieder der Enquetekommission haben Sie vielen Dank für die sehr angenehme Zusammenarbeit. Erlauben Sie mir an dieser Stelle auch eine kleine Hervorhebung. Kollege Merz hat das von seiner Warte aus gemacht. Ich möchte das auch machen, wenn ich meine Mitarbeiterin und ständige Sachverständige Katharina Gerhardt besonders lobe, die mir immer wieder, aber vor allen Dingen im Bereich der kindlichen und frühkindlichen Bildung besonders geholfen hat. Frau Gerhardt hat während der Enquetekommission neben der Enquetekommission noch etwas Besonderes geschafft, nämlich dass sie einerseits erst einmal promoviert wurde und dann auch noch den Ruf an eine Hochschule erhalten hat und nun Professorin an der Evangelischen Hochschule Darmstadt geworden ist. Das zeigt, dass diese Enquetekommission vielleicht nicht ursächlich für Bildungserfolg ihrer Mitglieder ist, aber auf jeden Fall ihn nicht verhindert hat. Und dass sie nun auch noch als Beauftragte der Landesregierung für Kinderrechte zur Verfügung steht, finde ich übrigens auch ganz wunderbar. Wie gesagt, die Vorträge der Anzuhörenden waren in der großen Mehrheit sehr anregend, manchmal gleichzeitig auch anstrengend, in jedem Fall sehr interessant. Ich möchte eine Sitzung besonders hervorheben im Juni 2015. Es war noch auf Anregung des ehemaligen Vorsitzenden Bocklet geschehen, hatten wir eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Albert-Schweitzer-Schule Lang zu Gast in der Enquetekommission, die aus ihrer Warte her berichtet haben, wie Beteiligung von Schülerinnen und Schülern bei ihnen erfolgt und wie man Beteiligung von Schülerinnen und Schülern ausbauen sollte. Das war einer der Highlights, aber es gab noch einige mehr. Die Anzuhörenden haben aus ihren jeweiligen Sichtweisen zumeist theoretische, etwas seltener leider empirische Belege für bildungspolitische Ansätze, für die gängigen Konzepte der Bildungspolitik gegeben. Zum anderen haben sie aber auch an vielen Stellen neue Aspekte in die Bildungspolitik eingebracht, die vorher von allen Fraktionen des Landtags nicht oder zumindest nicht so, wie von Ihnen dargestellt, im Mittelpunkt ihrer Politik hatten. Und dies stellt nach meinem Dafürhalten auch die Stärke des Berichts und der Arbeit der Enquetekommission dar. Die große Masse an wissenschaftlichen Stellungnahmen zu einer ganzen Reihe von bildungspolitischen Fragestellungen ist, glaube ich, für alle Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker eine lohnenswerte Lektüre. Es wurde nun im Nachgang allerdings auch behauptet, dass der Bericht der Enquete ein Drehbuch für die künftige Bildungspolitik darstellen könne, dass die Empfehlungen maßgeblich für schulpolitische Weichenstellungen wie Gesetzesnovellen, denken wir z.B. an das Schulgesetz, sein müssten. Dies wäre dann meines Erachtens der Fall, wenn die Fraktionen in den wesentlichen Punkten überwiegend zu gemeinsamen Handlungsempfehlungen gekommen wären. Im Bereich der Handlungsempfehlungen ist es aber so, dass der Anteil der gemeinsamen Empfehlungen gegenüber dem, was die Fraktionen als Sondervoten eingebracht haben, klar in der Minderheit ist. Wenn wir das vom Volumen her uns anschauen, der Fläche anschauen, dann ist es so, dass in Seiten angegeben wir rund 17 Seiten gemeinsame Empfehlungen finden, hingegen 37 Seiten Sondervoten. Wenn Sie sich anschauen, welchen Anteil die Sondervoten im Bericht der Enquetekommission zum demografischen Wandel haben, dann wird Ihnen noch einmal deutlicher, dass hier etwas doch ganz anderes zusammengetragen wurde. Dabei ist es nämlich zusätzlich auch so, dass nicht die großen Linien in gemeinsamen Stellungnahmen erarbeitet wurden und die Flughöhe, also die Betrachtungsweise, doch sehr hoch, also sehr allgemein war, was die gemeinsamen Fragen angeht, während in den Sondervoten dann doch sehr viel Konkretes und die großen Linien der Bildungspolitik dargestellt wurden. Das hat der Kollege Merz ja auch in seinem Beitrag so geschickt dargestellt, indem er eine ganze Reihe von Fragen genannt hat und gesagt hat, diese wurden nicht beantwortet in der Enquetekommission. Und es stimmt, das Trennende dominiert den Abschlussbericht, nicht das Gemeinsame. Das heißt, die Kommission konnte sich in weiten Teilen der Bildungspolitik nicht auf eine gemeinsame Haltung
verständigen. Von daher ist das für ein Drehbuch im engeren Sinne für die Schulpolitik des Landes nicht geeignet. Es ist auch so, dass Teile der Fragestellungen überhaupt nicht bearbeitet wurden. Wenn wir uns anschauen, dass gefordert wurde, dass eine umfassende Bestandsaufnahme der Bildungschancen, so fordert es der Einsetzungsantrag, aufgenommen werden sollte, so ist der Bericht an dieser Stelle so konnte das in dem Bericht nicht erreicht werden. Und es ist auch kein Konsenspapier der Fraktion, das einen Fahrplan für die zukünftige Bildungspolitik darstellen könnte. Gleichwohl heißt das nicht, dass ich bestritte, dass die Kommission in vielen Sitzungen sehr konzentriert und sachbezogen zusammengearbeitet hat und in einigen Bereichen sehr interessante Ergebnisse geliefert hat, beispielsweise bei der Frage der Inklusion oder bei der Digitalisierung im Bildungswesen. Es ist hervorhebenswert, dass die Enquetekommission über alle Fraktionen feststellt, dass man, Zitat, Grenzen der Inklusion anerkenne. Es ist weiter bemerkenswert, dass die Enquetekommission einem Aktionismus bei der Beschaffung von digitalen Endgeräten, wie er im Kontext des sogenannten Digitalpakts zutage tritt, eine klare Absage teilt, wenn sie fordert, keine Anschaffung von Computern ohne Konzept. Ich habe diese beiden Stellen deswegen herausgegriffen, da sie beide in der Zeit, seitdem der Entwurf vorgelegt wurde, schon wieder von den mitbeschließenden Fraktionen angegriffen wurde. Und von daher möchte ich an dieser Stelle sagen, die gemeinsamen Handlungsempfehlungen drohen wertlos zu werden, wenn sie gleich wieder angegriffen werden. Besonders hervorzuheben ist, dass die zentrale und vorderste Frage der Enquete überhaupt nicht beantwortet wurde, nämlich die Ziffer 1 des Einsetzungsauftrages. Dort heißt es unter anderem als Auftrag, das vielfältige, differenzierte und gegliederte Schulsystem auf seine Überschaubarkeit und Effizienz zu bewerten. Ferner sollte, Zitat, die hessische Schulpolitik auf ihre Wirkungen und Ergebnisse evaluiert werden. Die Enquetekommission hat sich folgendes Vorgehen gegeben. Sie hat jedem Punkt eine eigene Anhörung gegeben. Wir haben dann im Laufe der Zeit noch drei Punkte hinzugefügt. Das waren sexueller Missbrauch, Digitalisierung und Flüchtlinge. Übrigens, diese drei Themen waren dann auch die, wo es die größten Übereinstimmungen gab. Und zu all diesen Punkten wurden Anhörungen durchgeführt, und so auch zu diesem ersten Punkt. Wir hatten beispielsweise Prof. Perels von der Universität des Saarlands als Sachverständige eingeladen. Aber es war so, dass zu diesem Punkt, dass dieser Punkt nicht Teil des Abschlussberichts wurde, dass es als unmöglich von der Enquetekommission bewertet wurde, dazu eine Antwort zu geben. Es wurde zunächst gesagt, wahrscheinlich ist es ein Punkt, der für sich genommen nicht beantwortet werden kann, aber er wurde auch am Schluss nicht wieder aufgeworfen. Und zwar nicht, weil es vergessen wurde, sondern weil ganz einfach die Kommission die Frage nicht beantworten wollte oder konnte. Das führt dazu, dass der erste Themenkomplex nur im Beratungsverlauf im Bericht vorkommt, sonst aber überhaupt nicht im Abschlussbericht auftaucht. Und wenn man bedenkt, dass dies der vorderste zu klärende Punkt der Enquetekommission war, so muss man feststellen, dass die Kommission an dieser Stelle zumindest gescheitert ist. Wenn man ferner bedenkt, dass die Enquete den von allen Mitgliedern und Sachverständigen getragenen Wunsch hatte, auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse drängende Antworten für unser Bildungssystem zu finden, muss man zudem ins Nachdenken kommen, wie vielfältig oder wie die Bildungsforschung aufgestellt ist. Ich finde es mehr als bemerkenswert, dass wir im Bereich der Physik den Anfang allen Seins im Urknall schlüssig berechnen können, dass Gravitationswellen zunächst berechnet und dann nachgewiesen werden konnten, dass wir das Wissen der Welt in Geräten, die so groß sind wie eine Zigarettenschachtel, speichern können, aber dass es den Bildungsforschern nicht möglich ist, beispielsweise die Frage zu beantworten, was ist besser, ein gegliedertes Schulsystem oder ein Schulsystem, das auf äußere Differenzierung komplett verzichtet. Und das war ja beispielsweise der Hintergrund der Ziffer 1. Und so war es an vielen Punkten der Enquetekommission, dass es den Mitgliedern der Enquetekommission dass die Mitglieder der Enquetekommission durch die wissenschaftliche Beratung nicht dazu geführt wurden, eine einheitliche Antwort zu geben.
Deswegen habe ich auch vorhin randweise gesagt, es ist schade, dass vergleichsweise wenig Empirie zum Tragen kam. Das ist jetzt keine Schuldzuweisung an niemanden. Ich selbst bin mitverantwortlich für diesen Abschlussbericht und stehe zu meiner Verantwortung. Aber es ist eine Bestandsaufnahme der nackten Fakten, dass es uns trotz der intensiven wissenschaftlichen Begleitung nicht möglich ist, einen breiten Konsens in zentralen Fragen der Bildungspolitik zu geben. Wie Sie wissen, ist dieses Anliegen, einen möglichst breiten Konsens in der Bildungspolitik zu erreichen, ein Anliegen von uns Grünen. Aber dieses Anliegen wird nur zu verwirklichen sein, nicht dadurch, dass uns Wissenschaftler sagen, wie wir zu handeln haben, sondern dadurch, dass wir bereit sind, die Positionen von anderen anzuerkennen, dass wir bereit sind, Konsense einzugehen, dass wir bereit sind, Kompromisse einzugehen. Für uns Grüne ist es weiterhin wünschenswert, in einer der wichtigsten landespolitischen Aufgabenstellungen, und das ist definitiv die Bildungspolitik, einen möglichst großen Konsens zu erreichen. Wir haben das im Bildungsgipfel versucht. Leider hat auch die Enquete wie auch der Bildungsgipfel gezeigt, dass es leider noch zu wenig Kompromissbereitschaft im Hessischen Landtag gibt. Danke sehr, Herr May. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Frau Faulhaber zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach dem gescheiterten Bildungsgipfel ist es ja immerhin erfreulich, dass die Enquetekommission Bildung einen Abschlussbericht vorgelegt hat und dass die Fraktionen in 14 Themenfeldern zu einer immerhin bemerkenswerten Schnittmenge an gemeinsamen Handlungsempfehlungen gekommen sind. Und Herr May, auch wenn wesentliche Punkte unterschiedlich gesehen werden, sollte man gemeinsame Erkenntnisse auf keinen Fall geringschätzen. Gemeinsame Positionen sollten zur Entwicklung der Bildungspolitik unbedingt genutzt werden und nicht abgewürgt werden. Es gibt ja Übereinstimmungen, und natürlich sollte Bildungspolitik auch ab und zu auf die Wissenschaft hören, damit es mal weitergeht. Ich denke, dem Kultusministerium steht mit diesen Handlungsempfehlungen, ich habe sie einmal zusammengeschrieben, um zu sehen, wie viel das überhaupt sind, das sind immerhin 8 Seiten eng beschrieben gewesen, ein Reservoir zur Verfügung, aus dem es schöpfen kann. Und würden die gemeinsamen Vorschläge der Fraktionen umgesetzt, so wie sie da stehen, dann würde sich die Bildungslandschaft in Hessen auch deutlich verbessern. Normalerweise ist im parlamentarischen Alltag ja nicht so viel Zeit, um sich gründlich mit Themen zu befassen. In die Enquetekommission brachten Sachverständige aus Wissenschaft und Praxis ausführlich ihre Standpunkte ein. Und die Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen diskutierten sachbezogen und bemühten sich um gemeinsame Positionen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, und das fand ich sehr bereichernd. Handlungsempfehlungen. Die in den ergänzenden Handlungsempfehlungen dargestellten Differenzen zeigen, dass es noch ausreichend Stoff für bildungspolitische Debatten gibt. Aber ich finde es produktiv, wenn unterschiedliche Perspektiven zur Kenntnis genommen werden und wenn inhaltlich gestritten wird, inhaltlich und nicht einfach nur öffentlichkeitswirksam. Also bis fast zuletzt fand ich das Klima der Enquetekommission sehr konstruktiv und bedanke mich bei den Sachverständigen. Für unsere Fraktion war das der Herr Prof. Radke, beim Herrn Honselmann und beim Herrn Welke von der Staatskanzlei, die mit viel Geduld zum Gelingen des Enquetberichts beigetragen haben. Und ich bedanke mich auch bei allen anderen Fraktionen für die gute Arbeitsatmosphäre. So, meine Damen und Herren, kein Kind zurücklassen, das ist eine gute Losung. Im Titel der Enquetekommission Bildung wird damit ein humaner und demokratischer Anspruch formuliert. Dieser Anspruch, kein Kind zurücklassen, ist erst einmal positiv zu bewerten. Denn bisher wird ein solcher Anspruch in Hessen nicht wirklich eingelöst. Es bleiben Kinder zurück. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zum Beispiel, weil die soziale Herkunft noch immer wesentlich über den Bildungserfolg entscheidet. Und das hat auch die Enquetekommission festgestellt. Auch in Hessen gibt es wachsende Armut. Derzeit sind rund 15% der hessischen Bevölkerung von Armut betroffen.
Mitte 2017 waren 155.000 Kinder und Jugendliche auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen. Das waren 7,1 % mehr als im Jahr 2016. Besonders von Armut betroffen sind Alleinerziehende und kinderreiche Familien. Sachverständige der Enquetekommission haben darauf hingewiesen, dass Kinder aus Elternhäusern mit einem hohen sozioökonomischen Status 2,5-mal mehr Chancen haben, eine Empfehlung für das Gymnasium zu erhalten, als Kinder aus mittleren Schichten. Kinder aus unteren und bildungsfernen Familien scheitern oft schon an der Sprache und wegen ihrer ungenügenden Vorbildung. Es ist eine Aufgabe der Schule, möglichst gut und individuell zu fördern. Das ist klar. Aber es ist auch eine Aufgabe der Schule, vielfältige Angebote zu machen, damit Neigungen und Talente entwickelt werden können, die eventuell im Elternhaus nicht gefördert werden. Dazu taugt das mehrgliedrige Schulsystem nicht. Sozioökonomische Nachteile können in der Schule dann ausgeglichen werden, wenn Kinder nicht zu früh auf einen Bildungsgang festgelegt werden, sondern wenn mehr Zeit für eigene Erfahrungen zur Verfügung steht und wenn Schulsozialarbeit Unterstützung gibt. Das alles geht am ehesten in einer Ganztagsschule mit rhythmisiertem Lernkonzept. Die gemeinsamen Handlungsempfehlungen der Fraktionen in dem Kapitel, in dem über sozioökonomisch begründete Bildungshemmnisse gesprochen wird, das Kapitel heißt Bildungserfolge und Schulversagen, sind leider sehr dünn. Die Darstellungen der Sachverständigen wurden meines Erachtens nicht ausreichend gewürdigt. Der Anspruch, kein Kind zurücklassen, kann aber nur verwirklicht werden, wenn endlich die gesellschaftlichen Verhältnisse zur Kenntnis genommen werden. Armut ist kein Randphänomen mehr, und viele Kinder und Jugendliche werden mit ihren Familien von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen. Das müsste ja erhebliche Auswirkungen auf die Bildungspolitik haben. Meine Damen und Herren, ich will jetzt aber noch einmal betonen, dass ich überzeugt bin, dass mit den erarbeiteten Schnittmengen im Enquetebericht eine deutliche Verbesserung möglich wäre. Die Handlungsempfehlungen gehen weit über den derzeitigen Stand der hessischen Bildungspolitik hinaus. Würden die gemeinsamen Empfehlungen umgesetzt, würde sich vieles verbessern. Hessen hat ja in allen wesentlichen bildungspolitischen Baustellen Nachholbedarf. Ich befasse mich hier einmal mit den vier wichtigsten. Erste Baustelle, Ganztagsschulen. Nur 1 % der Grundschulen und 8 % aller Schulen sind echte Ganztagsschulen im Profil 3. In den gemeinsamen Handlungsempfehlungen der Fraktionen konnte sogar die CDU zustimmen, dass es dringend vergleichende Studien geben sollte, ob Ganztagsschulen tatsächlich Auswirkungen auf die soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler haben und ob diese Schulform herkunftsbedingte Nachteile ausgleichen kann. Ich finde, das würde die Debatte schon einmal versachlichen. Nun gibt es eine Absprache innerhalb der Kultusministerkonferenz, keine vergleichenden Studien zuzulassen und zu veröffentlichen. Das will nun selbst die CDU beendet sehen. Das ist ja schon einmal was. Zweite Baustelle, Inklusion. Statt Inklusion gibt es in Hessen ja nun inklusive Schulbündnisse. Das ist der Tarnname für Schwerpunktschulen, also für Exklusion. Im Abschlussbericht konnte die CDU folgender Formulierung zustimmen. Erfolgreiche Inklusion setzt voraus, dass die personellen, sächlichen und räumlichen Ressourcen bereitgestellt werden und die fachliche Kompetenz sichergestellt wird. Von allen Fraktionen wurde auch die Notwendigkeit multiprofessioneller Teams festgestellt. Klar ist, das verträgt sich jetzt nicht mehr mit dem Ressourcenvorbehalt, den die schwarz-grüne Koalition im Schulgesetz festgeschrieben hat. Dritte Baustelle, Übergang in Ausbildung. Beim Übergang in die Ausbildung haben die Berufsschulen zu wenig Lehrkräfte und viel zu wenig sozialpädagogische Hilfen. Die Stellen sind gedeckelt, und das, obwohl 17,9 % der Kinder unter 18 Jahren ohne Ausbildung sind. Hier wird im Abschlussbericht von allen Fraktionen die Stärkung der dualen Ausbildung als gut befunden und für alle allgemeinbildenden Schulen, also für alle allgemeinbildenden Schulen, wird die Berufsorientierung begrüßt, auch für das Gymnasium. Studium und Ausbildung sollten gleichrangig gesehen werden.
Für eine wirklich grundlegende Verbesserung der Übergänge in Ausbildung reicht jetzt diese gemeinsame Handlungsempfehlung nicht, aber die Richtung stimmt. Meines Erachtens fehlt hier, dass die Verantwortung der großen Betriebe benannt wird. Wer nicht ausbildet, muss zahlen. Man kann die Verantwortung für Ausbildung nicht auf die kleinen und mittelständischen Betriebe allein abwälzen. So, letzte und vierte Baustelle, Digitalisierung. Für die Digitalisierung an den Bildungseinrichtungen fehlt es komplett an einem Konzept. Ab wann sollen digitale Geräte zum Einsatz kommen? Mit welchem Ziel sollen sie zum Einsatz kommen? Wie wird Medienkompetenz bzw. Medienmündigkeit erworben? Und wie wird Sucht und Mobbing vorgebeugt? Werden die Daten ausreichend geschützt? Diese Probleme wurden in der Enquetekommission erkannt. Und das finde ich sehr ermutigend. Selbst die FDP konnte sich in den übereinstimmenden Handlungsempfehlungen darauf einlassen, dass es nicht einfach nur um die Anschaffung von Computern gehen kann, sondern dass die Ziele, die mit dem Einsatz digitaler Technik erreicht werden sollen, in der Didaktik, in Curricula und in Schulprogrammen inhaltlich konzipiert werden müssen. An dieser Stelle schlage ich noch einmal vor, eine Arbeitsgruppe zu bilden, in der alle Fraktionen gemeinsam mit Akteuren aus Erziehungswissenschaft, Psychologie und auch der Datenwirtschaft Ziele für den Einsatz digitaler Technik an den Schulen erarbeitet. Da will ich jetzt aus aktuellem Anlass mal einen Einschub machen. In einer hessenweiten Schülerumfrage hat die Landesschülervertretung Themen identifiziert, die Schülerinnen besonders problematisch finden. Es wurde deutlich, Mobbing und Gewalt sind ein großes Problem an Schulen. Zu Gewalt und besonders zu sexualisierter Gewalt wurde in der Enquetekommission gearbeitet. Andere Formen des Mobbings und der Gewalt sind nicht ausreichend behandelt. Ich finde, auch das spricht dafür, noch einmal so eine Arbeitsgruppe zu machen. Ich finde es großartig, dass die Landesschülervertretung diese Umfrage gestartet hat. Vielen Dank. Die Ergebnisse werden uns sicher noch eine Weile beschäftigen, hoffe ich zumindest. So, meine Damen und Herren, auch wenn ich jetzt nur vier der 13 Themenfelder herausgegriffen habe, wird deutlich, der Enquetebericht zeigt Verbesserungsmöglichkeiten auf. Und er benennt natürlich auch Felder in der Bildungspolitik, in denen dringend konzeptionell gearbeitet werden sollte. Nun muss der Kultusminister und das Kultusministerium zeigen, dass sie bereit sind, diese Vorschläge – und das sind ja gewissermaßen auch Arbeitsaufträge – zur Kenntnis zu nehmen und zu handeln. Ob das jetzt wirklich passiert, da bin ich noch skeptisch. Bisher kam die Arbeit der Enquetekommission in den Argumenten des Kultusministers nicht vor. Und auch die Abschlusssitzung der Enquetekommission war nun nicht gerade ein Musterbeispiel an Wertschätzung für die Arbeit der Sachverständigen. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass dieser Abschlussbericht der Enquetekommission nicht in einem Bücherregal des Kultusministeriums landet und dort langsam verstaubt. Nach 2,5 Jahren inhaltlicher Arbeit wünsche ich mir, dass die Arbeit der Enquetekommission einen guten Einfluss auf die Bildungspolitik in Hessen nimmt. Vielen Dank. Danke, Frau Faulhaber. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Greilich gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Am 12. März 2014, also vor mehr als 4 Jahren, diskutierte der Landtag den Antrag der SPD-Fraktion zur Einsetzung einer Enquetekommission zu dem bereits zitierten Thema »Kein Kind zurücklassen – Rahmenbedingungen, Chancen und Zukunft schulischer Bildung in Hessen«. Kollege Christoph Degen führte damals aus, und es lohnt sich, das in Erinnerung zu rufen, dass man, wenn man gerade in der Schulpolitik tragfähige Lösungen parteiübergreifend entwickeln wolle, und ich zitiere dann wörtlich, und wenn solche Lösungen vielleicht sogar einen Regierungswechsel überdauern sollen, die Fraktionen dieses Hauses nicht nur als Gast eines Regierungsgipfels, sondern als gleichberechtigte Partner gemeinsam mit externen Beratern an einem Tisch sitzen sollten. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das krachende Scheitern des
grün inspirierten Bildungsgipfels hat mehr als deutlich gezeigt, wie richtig diese Aussage des Kollegen Degen war. Nachdem jetzt der Abschlussbericht vorliegt, kann ich insbesondere dem Kultusminister nur eine intensive Lektüre und Auswertung dieses Berichtes empfehlen, nachdem das Kultusministerium ja der Einladung der Enquetekommission, sich an den Sitzungen zu beteiligen und sowohl die zuhörende wie gegebenenfalls auch die mitberatende Funktion wahrzunehmen, nicht berücksichtigt hat. Sie können jetzt lesen und auswerten. Das Haus ist ja groß genug, um die Erkenntnisse herauszuziehen. Meine Damen und Herren, bereits als wir hier im Parlament den geänderten Einsetzungsantrag abgestimmt haben, war es gelungen, fraktionsübergreifend Formulierungen und Fragestellungen zu finden, die dem gemeinsamen Anliegen Rechnung trugen. Blickt man nun auf die 4 Jahre zurück und schaut auf die Protokolle, auf die Stellungnahmen und auch auf den heutigen Abschlussbericht, dann wird deutlich, wie viel Arbeitszeit und fachliche Auseinandersetzung Arbeit sich dahinter verbergen. Das alles wäre nicht möglich gewesen, wenn die Fraktionen nicht über weite Strecken hinweg exzellente Fachwissenschaftler und Praktiker für die 15 Themenblöcke als Sachverständige benannt hätten, die die öffentlichen Anhörungen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und belastbaren Erfahrungen bereichert haben. Meine Damen und Herren, wie immer, Ausnahmen bestätigen die Regel. Auch dort gab es Ausfälle, aber das ändert nichts daran, dass es insgesamt eine lohnende Veranstaltung war. Deswegen danke ich sowohl allen Sachverständigen, die wir angehört haben, wie aber auch den ständigen Sachverständigen der Fraktionen, den beratenden ständigen Mitgliedern aus verschiedenen Bildungsorganisationen, die die Sitzungen begleiteten und ihrerseits Stellungnahmen abgegeben haben. Und nicht vergessen, ich glaube, Kollege Merz hat es vorhin auch schon erwähnt, ich danke auch der Landtagsverwaltung für ihre Unterstützung, insbesondere den Herren Weltecke und Honselmann, die sehr intensiv beschäftigt waren, um es mal vorsichtig auszudrücken, das alles zu Papier zu bringen und zu dokumentieren, was wir besprochen haben. Meine Damen und Herren, das Ziel, sich gemeinsam den bildungspolitischen Herausforderungen zu stellen, spiegelte sich von Beginn an schon in der Ausarbeitung der gemeinsamen Fragenkataloge bzw. Leitfragen für die Sachverständigen wider und war auch Bestandteil der zahlreichen sich anschließenden Redaktionskonferenzen, die nach den öffentlichen Anhörungen folgten. Es wurde schon erwähnt, 15 Themenfelder hat die Enquetekommission diskutiert und beraten. Die 3 Themenbereiche Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt und sexuellem Missbrauch, Digitalisierung und Beschulung von Flüchtlingen waren ursprünglich nicht im Einsetzungsbeschluss enthalten, aber zeigen mehr als deutlich, welche Herausforderungen und Aufgaben Schule heute bewältigen sollen. Deshalb ist es auch zu begrüßen, dass die Anliegen einzelner Fraktionen aufgenommen und erörtert wurden. Deshalb war auch ziemlich schnell klar, dass der ursprüngliche ambitionierte Zeitplan, Ende 2015 fertig zu sein, nicht im Entferntesten eingehalten werden konnte. Im Rückblick hat gerade die erste Sitzung gezeigt, dass die Anforderung von meterlangen statistischen Daten beim Statistischen Landesamt oder beim Kultusministerium nicht dazu beigetragen haben, die dahinterstehenden bildungspolitischen Fragen wie individuelle Förderung, Ganztagsangebote, Schulvielfalt, Schulwahlfreiheit, Partizipation, demografischer Wandel oder auch Lehrerbildung und Digitalisierung zu beleuchten. Das war ein ziemlich vergebliches Unterfangen. Letztlich sind wir dort auf Zahlenfriedhöfen gelandet. Das muss man auch einmal zu Protokoll geben. Trotzdem ist es der Enquetekommission ziemlich schnell gelungen, sich auf die wesentlichen Fragestellungen und Problemlagen zu konzentrieren, wenngleich auch dort der eine oder andere der Versuchung nicht widerstehen konnte, Grundsatzdiskussionen zu führen, die die Auseinandersetzung nicht unbedingt erleichterten. Aber, und das muss man noch einmal betonen, im Gegensatz zum Bildungsgipfel, den die Landesregierung ja quasi als Gegenveranstaltung installierte, ist es uns gelungen, sich fachlich fundiert mit den Themen auseinanderzusetzen und durchaus praktikable Ergebnisse vorzulegen. Deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, war es möglich, dass ein Erkenntnisgewinn für jeden Einzelnen möglich war
und dass nicht nur parteipolitische oder ideologische Vorfestlegungen zutage traten. Ich kann mich dem nur anschließen, was der Kollege Merz dazu gesagt hat. Auch ich persönlich habe viel gelernt, viele Dinge relativieren können und müssen in meiner eigenen Sichtweise. Ich hatte den Eindruck, dass es auch für viele, viele andere Mitglieder der Enquete-Kommission galt oder gilt. Der Abschlussbericht umfasst natürlich die Zusammenfassung der Sitzungen, aber vor allem enthält er die gemeinsamen Handlungsempfehlungen, die uns bei den bildungspolitischen Diskussionen leiten sollten, neben den zwangsläufig natürlich auch erforderlichen ergänzenden Handlungsempfehlungen der einzelnen Fraktionen. Auch wachsende Erkenntnis führt nicht dazu, dass Meinungsunterschiede beseitigt werden. Aber im Vordergrund stehen für mich die gemeinsamen Handlungsempfehlungen. Deswegen bin ich ein bisschen erschrocken. Bei Frau Kollegin Faulhaber hat es mich nicht ganz so gewundert, aber dass der Kollege May hier letztlich in seinem Resümee zu einer negativen Bewertung der Arbeit kommt, das Negative in den Vordergrund stellt, statt mal das zu betonen, was anschließend übrig bleibt, nämlich die Gemeinsamkeit. Ich erinnere mich dunkel, dass vor 4 Jahren diese Koalition mal angetreten war mit dem Anspruch, wir wollen ein bisschen Schulfrieden oder so etwas organisieren. Dann wäre es doch sinnvoll, dass man sich jetzt auch mal orientiert an dem, was in der sachlichen Arbeit über 4 Jahre gefunden wurde und nicht gleich sich wieder sucht, wo man sich denn abgrenzen kann, wo man denn Zwietracht zwischen die Fraktionen tragen kann, wo ein wenig Vertrauen gewachsen war. Ich sage das sehr deutlich. Die Diskussionen gerade in den Redaktionssitzungen waren meistens jedenfalls von einer konstruktiven Stimmung aller Beteiligten geprägt. Und so ist es gelungen, an vielen Stellen Kompromisse zu finden, mit dem Ziel, beste Bildung der Kinder und Jugendlichen in den Blick zu nehmen und zu ermöglichen. Zentral ist die Feststellung, die sich über mehrere Themengebiete erstreckt, dass Schule heute mehr denn je auf multiprofessionellen Teams und auf flexible, bedarfsgerechte Lösungsmöglichkeiten, orientiert an den tatsächlichen Bedarfen der Schülerinnen und Schüler, bauen muss, und dass die Förderung und Unterstützung von Beginn an erfolgen muss, sodass die Chancengerechtigkeit im Vordergrund steht und wir die optimalen Startchancen für alle ermöglichen. Und da betone ich das Thema, das uns hier ja noch ein bisschen mehr beschäftigen wird in dieser Plenarrunde, nämlich das Thema Ausbau und Qualität frühkindlicher Bildung. Das ist der Schlüssel zu allem, das ist der Schlüssel zur Chancengerechtigkeit. Und wegen dieser Komplexität der Themen, meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, war es auch richtig, in anderen Ressorts zu wildern, was wir ja durchaus getan haben. Wenn man von dem schulischen Bereich ausgeht und wenn wir dann die Themenbereiche nehmen, frühkindliche Bildung und Erziehung, Sprachförderung, der zuständige Minister ist nicht da, auch der sollte da einiges nachlesen, das Thema Beschulung von Flüchtlingen bis hin zu Themen wie Schulversagen oder Übergang Schule, Beruf, Anforderungen der Berufsqualifizierung und Integration ins Erwerbsleben. Da gibt es ja zahlreiche Schnittpunkte zum Sozial- bzw. Wirtschaftsressort. Auch das interessiert sich nicht für unsere Debatte. Aber auch dort sei die Lektüre des Berichts empfohlen. Denn es zeigt sich, und das geht über all diese Bereiche, dass ein gemeinsames und abgestimmtes Vorgehen notwendig ist, wenn man sich den Herausforderungen tatsächlich in der Praxis annehmen möchte. Und wurde in anderem Zusammenhang schon einmal angesprochen, da helfen nicht die vielen Hochglanzbroschüren, die jetzt mit viel Aufwand produziert und auf den Markt geschmissen werden, sondern da muss man inhaltlich arbeiten. Und da bietet der Bericht der Enquete-Kommission einen guten Ansatz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte abschließend exemplarisch auf 2 besondere Themenfelder eingehen. Erstens halte ich es für einen großen Erfolg, dass sich die Enquete-Kommission beispielsweise beim Thema Beschulung von Flüchtlingen gemeinsam darauf verständigen konnte, dass, und ich zitiere wörtlich die gemeinsame Feststellung, der Erfolg der Beschulung von jungen Flüchtlingen entscheidend davon abhängt, inwieweit das ganze System der Beschulung und weiteren Ausbildung flexibilisiert werden kann. Meine Damen und Herren,
das ganze System der Beschulung und weiteren Ausbildung flexibilisiert werden kann. Das ist der Satz, den wir, insbesondere die Kollegen von der SPD-Fraktion und wir, hier seit Jahren mittlerweile immer wieder sagen, was wir Ihnen immer wieder sagen. Und, Herr Kultusminister, wo Sie dringend, dringend jetzt daran gehen müssen, diese Flexibilisierung auch umzusetzen. Vielleicht hilft es, dass CDU und GRÜNE diese Handlungsempfehlung mitgetragen haben, dass sie jetzt aktiv werden. Und der zweite wesentliche Punkt ist in der Tat das Thema Digitalisierung. Kollege Merz, ich will Sie da nicht enttäuschen. In der Tat muss dazu etwas gesagt werden. Insbesondere die Anhörung zu diesem Punkt war denkwürdig, war eine denkwürdige Anhörung. Denkwürdig unter anderem auch deshalb, weil sie in einigen Punkten nur schwer erträglich war. Sie war darüber hinaus ein Zeugnis dafür, wie umstritten dieses Thema Digitalisierung und Bildung offensichtlich innerhalb der CDU sein muss. Ich habe den Eindruck, dass die eine Hälfte der Fraktion etwas erschrocken war über das, was die andere Hälfte der Fraktion im Rahmen der Anhörung durch Sachverständigenbenennung und Ähnliches getan hat. Wenn die Koalition aus CDU und GRÜNEN in dieser Enquetekommission zwei bekennende Digitalisierungsgegner als Sachverständige benennt. Ich nenne nur den Namen Spitzer. Wer sich ein bisschen mit dem Thema auskennt, weiß, was sich mit dem Namen Prof. Spitzer verbindet. Da wird doch klar, wo man hin will. Da will man nicht zur Digitalisierung, da will man nicht eine positive Herangehensweise, sondern da will man, dass die Bedenken in den Vordergrund gestellt werden und man eben nicht vorankommt. Umso positiver, und das will ich sehr deutlich sagen, ist es zu bewerten, dass es uns doch gelungen ist, Herr Kollege May, auch entgegen Ihrer Bewertung, diesbezüglich gemeinsame Handlungsempfehlungen auf den Weg zu bringen und die Forderungen der genannten zwei Sachverständigen, die man auf den Konsens bringen kann, die Computer wieder aus der Schule herauszutragen, die haben wir eben nicht aufgenommen. Ich sage das sehr deutlich, Herr Kollege May. Wenn Sie gerade zitieren, in Übereinstimmung mit Frau Faulhaber, das passt dann ja schon wieder irgendwo zusammen, was die Fortschrittsfeindlichkeit angeht, dass Sie den Satz herausnehmen, es sollten keine Computer angeschafft werden ohne Konzepte. Ich habe das positiv verstanden, Herr Kollege May. Ich habe das so verstanden, dass endlich die Konzepte bei müssen, dass endlich diese Regierung zum Handeln kommen muss, um mal etwas zu tun, dass wir dann die Computer anschaffen, um sie vernünftig zu benutzen. Das ist doch sowohl eine Selbstverständlichkeit, aber dafür müssen Sie nach vorne gucken und nicht nach hinten. Das ist die entscheidende Botschaft. Und dazu gehört z.B. auch die Erkenntnis, die sich in den Handlungsempfehlungen niederschlägt, wenn auch mit anderen Worten. Es geht nicht darum, Bedienfähigkeit an technischen Geräten herbeizuschaffen. Die gehört auch dazu. Es geht um Medienkompetenz in der ganzen umfassenden Dimension dieses Begriffes. Es geht darum, Lehrer fit zu machen für den Umgang mit im digitalen Zeitalter, mit den möglichen technischen Mitteln, mit den Möglichkeiten, die die auch gerade, wenn es um Umsetzung von individueller Förderung geht, wenn es darum geht, Binnendifferenzierung zu ermöglichen, dafür unsere Lehrkräfte fit zu machen, die Schulen auszustatten, mit Konzepten zu versehen. Das ist das, wo diese Koalition einen riesigen Rückstand hat, wo die Handlungsempfehlungen in die richtige Richtung gehen und wo ich mir bis zur Rede des Kollegen May gewünscht und gehofft hatte, dass dort die Botschaft, die wir formuliert haben, gemeinsam formuliert haben, auch angekommen ist. Ich hoffe, dass das heute ein Ausrutscher war und wir insgesamt dann doch auf dem Wege der Nutzung digitaler Möglichkeiten in den Schulen vorankommen und dieses alte Vorurteil, das auch so bei den Sachverständigen, die Sie benannt hatten, immer so mitschwingt und wo ich manchmal den Eindruck habe, dass es auch die Auffassung von weiten Bereichen der Spitze unserer Kultusverwaltung ist. Das läufe ja darauf hinaus, dass irgendjemand Lehrer durch Computer ersetzen wolle. Das ist ein Unsinn, der offensichtlich nicht auszurotten ist, der aber etwas damit zu tun hat, dass man sich nicht intensiv genug mit dem Thema, welche Chancen bietet Digitalisierung, überhaupt auseinandersetzt, sondern einfach in der Abwehrhaltung verharrt und meint, die Zukunft schließen wir aus. Rundherum passiert das. Wir halten die Kreidezeit aufrecht, währenddem auf den Schulhöfen die Handys und die Smartphones
regieren. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss und will positiv enden. Ich sehe im Vordergrund in der Tat die gemeinsamen Handlungsempfehlungen und die Hoffnung, dass wir aus diesen gemeinsamen Handlungsempfehlungen wirklich über die Grenzen der Fraktionen hinaus auch etwas entwickeln können. Es wäre ein großer Erfolg, wenn diese gemeinsamen Handlungsempfehlungen tatsächlich die Bildungspolitik trotz der ergänzenden eigenen Empfehlungen bestimmen könnten. Bedauerlicherweise, und das muss ich nach der heutigen Debatte sagen, ist es fraglich, inwieweit sich eine solche große Erwartungshaltung wirklich realisieren lässt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, kein Kind zurücklassen. Das muss unser aller Ziel bleiben.